Herzlich willkommen zum heutigen Video. Und es ist ein weiteres Video in der Reihe YouTube Traffic und YouTube Views und wie man Klicks und Besucher bekommt. Und heute behandeln wir den Teil Gefällt mir und die Kommentare. Das sind Dinge, die man eigentlich aus Facebook kennt, aber genau das gibt es auch hier bei YouTube. Und es hilft dem Video äußerst weiter, weil man viele Gefällt mir's bekommt. Ich zeige Ihnen das jetzt mal, wo man das bei YouTube findet. Ich gehe jetzt einfach hier auf mein neuestes Video. Hier werde ich wahrscheinlich, meint, ich gehe jetzt hier runter. So, ich stoppe das Video jetzt hier mal. Hier drunter ist die Mag ich Option. Das heißt, das ist genau das gleiche wie ein Gefällt mir bei Facebook. Und dann hat man auch hier die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Es geht, weil man einfach hier unten reinklickt. Also, ich müsste jetzt angemeldet sein, bin ich jetzt in diesem Moment nicht. Ist vielleicht auch so eine Sache, es können hier nur Leute gefällt mir klicken und Kommentare hinterlassen, die auch selber einen YouTube-Account haben. So viel sei mal dazu gesagt. Aber hier sind eben diese zwei Funktionen und das hilft Ihrem Video ungemein weiter. Also, das können Sie sich nicht vorstellen. Die meisten Videos, die so richtig hunderttausende Klicks haben, die haben viele Likes und auch vielleicht sogar Dislikes, also den Daumen nach unten. Das heißt zwar, dass das Video jetzt schlecht bewertet wurde, aber das ist trotzdem eine Interaktion am Video und Google und YouTube rankt das dadurch höher. Also, wenn Leute jetzt glauben, dass sie ihrem Video schaden, wenn sie den Daumen nach unten Button klicken, dann haben die sich geschnitten, weil das hilft genauso in die Höhe zu kommen. Und mit den Kommentaren ist es das Gleiche. Bei diesen Videos, die so unzählige Klicks haben und tausendmal geteilt wurden und so weiter. Diese Videos haben auch unzählige Kommentare. Das können Sie gut, gerne nachprüfen. Gehen Sie mal auf ein Video, das vielleicht gleich auf der ersten Seite angezeigt wird bei YouTube und dann sehen Sie mal unten in die Kommentare. Da sind wahrscheinlich tausende Kommentare drunter. Ja. Was kann man jetzt machen, um gefällt mir so Kommentare zu machen, also zu bekommen? Da ist das am allereinfachsten, wenn Sie einfach danach fragen. Ich mache das jetzt bei fast allen meinen Videos, dass ich am Ende des Videos sage, wenn es Ihnen gefallen hat, dann würde ich mich über ein gefällt mir freuen. Bitte teilen Sie es auf Social Media und hinterlassen Sie mir unter dem Video Ihre Kommentare. Ich werde auch darauf antworten. Bitten Sie einfach darum. Man muss den Leuten immer sagen, das ist jetzt nicht negativ gemeint, oder irgendwie schlecht gemeint, man muss den Leuten immer sagen, was zu tun ist. Das nennt man auch aus dem Amerikanischen ein Call to Action. Fordern Sie die Leute auf, ihnen einen Kommentar und ein Gefällt mir zu hinterlassen. Dann funktioniert das. Ich habe das leider viel zu wenig betrieben in der Vergangenheit. Ich werde das jetzt versuchen, wirklich in jedem Video einzubauen. Wenn Sie eine etwas profimäßigere Variante nutzen möchten, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie sich von eine Videofirma oder jemand, der da wirklich versiert ist, so einen kleinen, ich nenne es jetzt mal, so einen kleinen Trailer erstellen lassen, den Sie einfach bei Ihren Videos hinten anhängen können. Das heißt, da flitzt dann die Maus mit einer Stimme genau aufs Gefällt mir, der spricht vielleicht dazu, klicken Sie jetzt das Gefällt mir, dann fährt der ganze Bildschirm so in die Enge genau auf das Like hin, dann sieht man ganz genau, wie der Mauszeiger draufklickt und dann kann man auch noch sehen, wie ein Kommentar hinterlassen wird. Und das hat folgenden Hintergrund. Dass nämlich die Leute, ich habe es ja zuerst schon gesagt, viel mehr Interaktion machen, wenn sie genau sehen, was zu tun ist. Ich habe sogar mal einen Marketer gehört, der gesagt hat, sie müssen mit ihren Interessenten so sprechen, als hätten sie Homer Simpson vor sich. Also das klingt jetzt ein bisschen. Das klingt jetzt ein bisschen böse und ein bisschen herablassend, aber mir ist es selber schon aufgefallen, dass wenn ich vielleicht irgendwann mal Produkte im Internet gekauft habe, dass mir immer genau gezeigt wurde, was zu tun ist und wie es am besten funktioniert. Also da ist schon Psychologie dahinter. Also zeigen Sie Ihrem Betrachter des Videos genau, was er tun soll, weisen Sie ihn darauf hin und wenn Sie irgendwie doch die profimäßige Variante machen möchten, dann lassen Sie sich so einen Trailer erstellen. Wird zwar ein bisschen was kosten, aber das brauchen Sie ja nur einmal machen und dann können Sie das an Ihre Videos immer hinten dranhängen. Ja, das war's jetzt zu diesem Tipp und wenden Sie das an. Das ist, glaube ich, eine der einfachsten Dinge. Sie müssen nur darum bitten. Mehr ist da technisch gar nicht dahinter. Und ja, das war's zu diesem Video und ich fordere Sie auch jetzt hier auf,
Wenn es für Sie hilfreich war und wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir ein Mag ich hier auf YouTube. Gerne können Sie mir auch Ihre Kommentare hinterlassen oder vielleicht schreiben Sie mir auch drunter, welche Wünsche Sie haben in Zukunft, was für Sie noch weiter interessant wäre, wenn es dazu ein Video gäbe. Ich antworte auch darauf und ja, gerne können Sie es auch auf Social Media teilen. So, jetzt habe ich aber wirklich genug gesprochen. Das war's und bis zum nächsten Video. Wiedersehen.